Ja, das, naja, es ist, glaube ich, jedes Mal wahrscheinlich wieder neu und jedes Stück funktioniert anders. Dennoch ist es aber immer gut, ein gutes Gefühl eigentlich in dieser Zusammenarbeit, weil weil da einfach Profis dann kommen und man auch das und so weiß, man kann es abgeben und beobachten und man unterhält sich und ist auch, ich bin auch gespannt dann, was der andere Künstler, Andreas in dem Fall, draus macht. Und das ist aber, glaube ich, weiß ich nicht, so ein Bereich, der ziemlich unerschöpflich ist, weil man eben, weil jedes Stück anders ist und jedes Mal ist es eine neue Aufgabe. Das werden wir rausfinden wahrscheinlich. Wir haben uns schon vorbesprochen. Also ich würde sagen, ich kümmere mich um die analoge Arbeit, also jetzt auch in der Wiederaufnahme, weil es ist ja jetzt einfach schon lange in der Schublade gewesen. Und wir haben jetzt uns unterhalten darüber, wie ich finde, wo, aus welcher Perspektive der Abend für mich irgendwie spannend ist, also im Zuschauerraum, welche Form von, weiß ich nicht, dokumentarischem Charakter ich spannend oder mir vorstellen kann dafür, wie weit das irgendwie hermetisch auf der Bühne bleiben muss und so. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man anders machen kann oder die man entscheiden muss. Und dann haben wir so vorbesprochen, von wo aus die Kameras dabei sind. Und dann werden wir morgen so anfangen und spontan dann auch immer im Moment gucken, wie fanden wir die Szene gerade und vielleicht auch, wie ist das Bild. Haben wir vielleicht noch eine neue Idee und dann machen wir sie nochmal. Also wir werden dann on the flow, sagt man doch so, das gemeinsam entwickeln. Und dann ist aber, es gibt ja noch den Schnitt, das ist ja, glaube ich mal, auch nochmal, also ist doch ein wichtiger Teil. Da wird man dann auch wahrscheinlich im Austausch sein, aber im Grunde ist es natürlich nicht mein Fachbereich. Ich kann dann nur sagen, der Abend oder hier ist die und die Reaktion wichtig oder diese Situation ist eigentlich aus der Distanz spannender. Das sind so Feinheiten. Aber irgendwie, genau, es ist komisch, weil das gibt es ja sonst gar nicht, diese Art von Zusammenarbeit, dass man so einen jemanden, also ich habe so ein bisschen, man möchte ja nicht reinpfuschen auch in sein, ist ja auch, also Andreas muss ja auch einen Film machen, den du gut findest. So, also deswegen ist das, würde ich sagen, ein sehr lebendiger Prozess wahrscheinlich. Genau, denke ich auch. Also wir werden herausfinden, wie es funktioniert im Sinne von, wir haben uns überlegt, was wir machen erstmal. Ich setze das morgen um und ich finde immer, 4 Augen sind besser als 2 oder 6 besser als 4 oder was auch immer. So dass wir am Ende sozusagen hoffentlich da sitzen und Anne einfach genug Abstand hat, um zu sehen, was wir machen. Weil manchmal, wenn du das machst, bist du so drin, dass du manchmal nicht mehr genau guckst und siehst, was eigentlich gerade nicht gut läuft oder welche Bilder gerade nicht funktionieren. Wenn da jemand mit ein bisschen Abstand dahinter sitzt und guckt und sagt, guck mal, das hat, finde ich, hat überhaupt nicht funktioniert oder wollen wir das nicht anders machen, oder so. Dass man da gemeinsam irgendwie Lösungen findet. Es ist unterschiedlich. Es gibt Regisseure, mit denen geht das, mit denen macht man das gerne, weil die das auch wollen. Es gibt Regisseure, die wollen das überhaupt nicht. Die lassen einen völlig alleine arbeiten und sagen, mach mal, das ist dein Job. Ich habe die Inszenierung gemacht und du dann machst jetzt deine Version daraus. Ist wirklich sehr unterschiedlich. In dem Fall finde ich, dadurch, dass ich es auch tatsächlich als eine relativ komplizierte Auszeichnung empfinde, weil sie so sehr Theater ist und man so wenig filmisch machen kann. Also man kann nicht auf die Bühne gehen und rumfahren und jemanden kennen oder man kann nicht in Bewegung übersetzen. Es ist einfach sehr statisch. Finde ich sehr spannend, dass wir das gemeinsam machen, weil ehrlich gesagt ist das eine echte Herausforderung. Es ist so nicht gerade 100% prädestiniert für eine Aufzeichnung, finde ich, das Stück. Der Kran ist dafür da, um sozusagen tatsächlich einmal eine Bewegung oder nicht einmal, sondern immer mal wieder eine Bewegung da reinzubringen und etwas zu machen, was ein rein filmischer Vorgang ist. Also nicht nur abzubilden, was das Stück macht, das Theater macht. Natürlich ist da auch schon eine Interpretation drin, ne? Ob ich jetzt so komme, also wirklich gerade auf eine Figur gucke oder ob ich so auf die Figur gucke oder ob ich sehr untersichtlich bin oder so. Jedes Bild ist auch eine Interpretation. Und der Kran ist halt der Versuch, ein bisschen für bestimmte Momente, wie zum Beispiel der Moment vielleicht, wo sie einen Brief liest oder der Moment, wo die beiden Königinnen alleine im Mittelraum sind, dass man da plötzlich eine Bewegung hat, die andere Dinge ausschließt. Also dass man sich plötzlich so nähert, als wäre man in dem Raum mit drin oder so. Bestimmte Dinge, die der Kran kann halt niemand sonst, der da steht, weil wir alle nicht
so ranfahren können. Das ist der Moment, eine filmische Bewegung in einen eigentlich statischen Raum zu bringen und dadurch die Räumlichkeit ein bisschen zu verändern. Nee, das ist dann was, was man ja erst im Schnitt entscheidet, weil wir jetzt erstmal alles abfilmen werden. Es gibt dann diese verschiedenen Positionen, die bestimmte Bereiche des Bühnenbildes erwischen. Es ist eine ganz andere Arbeit. Und also ich arbeite immer über Figuren zueinander und im Raum. Und wenn ich einen Film drehe, dann arbeite ich, wenn ich vermutlich eher mit einer, also wenn es dann auch eine Einstellung gibt mit einem Close-up, dann geht es erstmal um das Gesicht der Person, die da spricht. Und bei mir geht es ja immer um den Körper und den Raum dazu. Und das, wenn ich da nur die Hälfte zeige, dann fehlt mir natürlich immer 50%, weil der andere Körper sich dazu verhält oder sich nicht verhält. Und das erzählt aber auch wieder was, warum verhält er sich nicht und so weiter. Deswegen halte ich das irgendwie kaum aus, wenn das dann nur so ein Puzzle, also so ein Teil ist von dem Ganzen. Interessant ist natürlich etwas zu machen, was man dann, also was dann mehr kann als der Theaterabend. Das ist in der Tat der spannende Punkt. Also ich finde immer, ich habe, keine Ahnung, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ich glaube, ich habe mindestens 150 von diesen Aufzeichnungen gemacht. Und du hast wirklich manchmal welche, wo du das Gefühl hast, dass du läufst immer hinterher. Wir sind immer einen Schritt vorne. Und wenn du es schaffst, Mehrwert zu kreieren oder zu generieren in dem, was du tust, das passiert nicht immer, aber manchmal wirklich dann so, dass man wirklich sagt, ja, die Inszenierung auf der Bühne und die Inszenierung sozusagen, die aufgezeichnet wurde, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es funktioniert wirklich, dass die Inszenierung, die aufgezeichnet wurde, quasi nochmal eine eigene Sprache hat. Dann ist das toll. Die Entscheidung, dass man sich entscheiden muss, welche Figur man sieht, ist ja immer ein filmisch. Das ist ja normal, dass man sozusagen im Film entscheidet, schneide ich dahin oder schneide ich dahin. Und das ist sozusagen der normale Vorgang, aber natürlich kann man dadurch eine Interpretation auch wieder machen. Und da ist es toll, wenn Anne dann auch nicht mitguckt. Also ich weiß noch, letztes Jahr, als wir Menschenfeind aufgezeichnet haben, da fehlte das einerseits, weil das Ensemble es so sehr gewöhnt war, diese Reaktionen. Und Marias Wirt haben wir dreimal gespielt. War auch irgendwie spannend, weil das Publikum auch sehr stark reagiert hat. Und das ist bestimmt seltsam, das dann so ruhig nochmal zu sehen. Aber ich glaube, für das Ensemble ist es in der Praxis jetzt nicht so irritierend, weil, wie gesagt, es gibt überhaupt keine Spielerfahrung. Ach, die Aufzeichnung könnte so lange dauern, wie wir es normalerweise kriegen. In dem Fall haben wir 2 Tage, ich würde das auch in 4 machen. Und dann schneiden das noch ein Filmeditor irgendwie nochmal 10 oder 14 Tage. Und vorbereiten tun meine Assistentin und ich das irgendwie so, je nachdem, mit einem. Da braucht man manchmal länger, manchmal weniger. Also insgesamt ist man damit 3 Wochen beschäftigt. Es sind immer noch 2 total getrennte Dinge, finde ich. Finde ich ja Livestreams immer irgendwie toll oder toller, weil es natürlich nochmal mehr dem Theater so entgegenkommt, hat man den, ne? Also zumindest von diesem Moment, das, was ja das Spannendste ist am Theater, finde ich, dieses gemeinsame etwas erleben in einem Raum. Im Idealfall, also wenn man jetzt nicht sieht, wie ein Ensemble einem etwas vorführt, was es mal geübt hat und dann wird es so gezeigt, sondern dass es wirklich passiert, dass es irgendwie so eine Lebendigkeit hat, ist es das Tollste, was es gibt. Und man müsste Arbeiten auch anders konzipieren. Also im Idealfall müsste man vorher wissen, das ist eine Arbeit, die wir definitiv digital so oder so bearbeiten oder digitalisieren wollen. Und das müsste man mit einplanen, weil ja auch nicht, also wie Maria Stuart, hätte ich jetzt anders gemacht. Also insofern ist es einfach ein Arbeitsfeld, was ich finde, was man ernst nehmen muss, damit es auch zu guten Resultaten führt. Aber es wird sich bestimmt lohnen, das zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen angefangen haben, Theater anders wahrzunehmen über die Livestreams. Auch wenn ich persönlich tatsächlich selber finde, dass es nochmal was völlig anderes ist, Theater und Theater zu gucken und Theater auf dem Fernsehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ist nicht mehr wirklich wegzudenken, es wird weitergehen. Dass wir das immer mehr machen. Weil wir kommen ja jetzt spät dazu, also die Inszenierung existiert. Man kann sie nicht jetzt verändern, sondern ich mache jetzt was, wo ich hoffe, dass der Inszenierung am Ende entspricht und wir irgendwie was
auf die Leinwand bringen oder auf den Fernseher bringen, was irgendwie die Inszenierung spiegelt und gleichzeitig ein bisschen einen Mehrwert hat, sodass man sagt, ah, spannend, ich hätte ein bisschen was auch nur unterschiedlich erzählt durch eine bestimmte Kameraoptik oder so, dass man was verändert und ein bisschen irgendwie zuspitzt sozusagen. Aber natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt hier einen Theaterfilm machen kann. Finde ich aber auch, weil wir hatten ja schon Premiere, also dass wir diese drei Vorstellungen hatten, dass es so ungefähr 300 Leute gab oder weiß ich nicht, wie viele da rein durften, die das gesehen haben, das ist schon wie so ein bisschen erlöst, finde ich. Nochmal was anderes als eine Premiere, die nicht stattfindet und dann hat man jetzt nochmal eine zweite, also eine andere Form damit umzugehen, das ist dann irgendwie auch irgendwie spannend. Also so ne, finde ich dann manchmal auch, wenn ich einen Abend schon mal live gesehen habe und dann guckt man in so ein Video rein, sieht man nochmal neue Sachen und das ist dann vielleicht nochmal eine Bereicherung. Das stimmt, das ist manchmal spannend, Leute zu treffen, die zuerst die Fernsehaufzeichnung gesehen haben und dann irgendwann den Live-Abend sehen, wie die darauf reagieren, was sie anders sehen oder was sie plötzlich irgendwie vermissen. Also der andere Weg ist meistens der weniger interessante als der Weg, zuerst Fernsehen gucken und dann sagen, jetzt gehe ich mal in die Inszenierung, oh wow, das ist ja nochmal ganz anders oder ach nee, ist ja ganz langweilig oder was auch immer. Also es ist beides schon passiert. Das finde ich irgendwie spannend.